So. Gut. Ach so, ich wollte ja noch das Tagebuch lesen. Dann lesen wir mal das Tagebuch. Hier geht's weiter. So, 10. Oktober, liebes Tagebuch. Nie wieder eine Zeitschleife. Ich weiß gar nicht, wo ich mit Erklärungen anfangen soll. Wenn ich zu sehr über die Auswirkungen nachdenke, schmilzt mein Hirn. Wenn ich es beschreibe, klingt es, als sei es jemand anderem passiert. Chloe war so wütend, als wir entdeckten, dass zwischen Rachel und Frank Bowers wirklich was lief. Und sie explodierte einfach. Ich kann nicht mit ihr reden, wenn sie so ist und ich um ihre Emotionen einen Eiertanz aufführen muss. Sie gibt William die Schuld an ihrem verhunzten Leben, auch wenn sie weiß, wie unfair das ist. Ich wäre vermutlich genauso verhunzt, nicht, dass ich das auf meine eigene Art nicht eh bin. In meinem Zimmer konnte ich nur dran denken, wie sehr ich zurückreisen und Chloe helfen wollte. Ich schaute mir das Foto an, das William an seinem Todestag von uns gemacht hatte, und plötzlich begann es zu pulsieren, als sei es 3D und ich könnte hineinsehen. Dann war ich wirklich zurück im Foto. Ich war 13 Jahre alt und in Chloes Küche im Jahr 2008. Mit Chloe und William. Kurz bevor er das letzte Mal Joyce abholen wollte. Da meine Kräfte nun einmal diese neue Art der Zeitreise ermöglichten, beschloss ich, William auf keinen Fall nochmal sterben zu lassen. Also spielte ich Schlüssel verstecken, bis er den Bus nehmen musste. Ich war so glücklich, William gerettet zu haben, dass ich nie daran dachte, was schiefgehen könnte. Ich wusste, etwas ist faul, als ich von der Zeitreise zurück war und Victoria Chase sah. Sie war jetzt meine Freundin und ich Mitglied des Vortex Clubs. Oh, Graus. Ich hatte es versaut. Mir wurde schlecht bei dem Gedanken, was sich bei Chloe verändert haben könnte. Dann sah ich David Madsen den Schulbus fahren. Er sah kein bisschen bedrohlich mehr aus. Ich wollte nicht wissen, wie er Busfahrer geworden war, statt Joyce zu heiraten. Mein Herz sank, als ich zu Chloes Haus eilte. Als William die Tür öffnete, machte ich mich aufs Schlimmste gefasst. Dann kam Chloe in ihrem Rollstuhl zur Tür. Gelähmt vom Nacken abwärts. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, also hielt ich nur die Hand vor den Mund, in meiner typischen Geste von Schock und Dummheit. Aber Chloes Lächeln war so aufrichtig und schön, dass ich fast weinte. Ich musste mich daran gewöhnen, ohne auszuflippen oder Chloe zu sagen, dass ich Zeit und Raum verändert hatte, um ihren Vater zu retten, nur damit sie in einem Autounfall gerät, der sie lähmt. Aber es war immer noch Chloe, nur ohne die ganze Wut. Diese Chloe war dankbar, am Leben und bei ihrer Familie zu sein. Chloe bat mich, die Nacht über zu bleiben, also tat ich es. Mir fiel auf, wie kaputt Teile des Hauses im Vergleich zu vorher waren. Ich sah die unglaublich teure Ausstattung, die Chloe benötigt, und ihr neues Zimmer in der Garage. Sorry, David. Moment, kaputt? Die Frage war, was war jetzt genau kaputt? Ich meine, das Haus war schön gestrichen. Und ja gut, Chloes Zimmer war natürlich 1A. War kaputt? Ja gut, weiß ich nicht. Vielleicht ist mir aber was nicht aufgefallen. Obwohl ich mich furchtbar und isoliert fühlte, war Chloe so quirlig und aufgeregt, wieder mit mir rumzuhängen, auch nachdem ich sie nach dem Unfall so hängen gelassen hatte. Selbst in einer alternativen Realität bin ich eine miese Freundin. Chloes Welt war so neu und einzigartig für mich, besonders ihre Stärke und Sanftheit und ihr Schmerz. Sie brauchte eine ganze Apotheke, um durch den Tag zu kommen. Sie tat mir nicht leid, ihre Einstellung beeindruckte mich. Diese Chloe gab niemandem die Schuld, obwohl sie es könnte. Wir gingen am Strand spazieren und sahen die gestrandeten Wale. Der Beweis, dass in beiden Realitäten etwas Schlimmes geschah. Stimmt, das ist mir jetzt auch so direkt noch gar nicht aufgefallen. Diese Chloe in dem Sinne anders ist, als dass sie nicht so verbittert ist. Also, ich meine natürlich. Ist sie
traut sie dem ein bisschen hinterher, dass sie eben diesen Unfall hatte, dass sie eben nicht mehr die Macht über sich selbst hatte. Klar. Aber sie gab niemandem die Schuld und sie war nicht verbittert darüber, ne? Insofern ging es ihr irgendwie schon ein Stück weit auch besser, also so psychisch gesehen. Na gut, es hätte halt auf lange Sicht nicht viel geändert. Also wäre auf lange Sicht nicht besser gewesen, denn, naja, wie gesagt, wir wissen ja, es hätte nicht mehr lange angehalten. So, weiter geht's. Dann bat Chloe mich, ihr beim Sterben zu helfen. Der Unfall hatte ihren Körper quasi zerbrochen. Ihre Lungen versagten und sie starb einen langsamen, qualvollen Tod. Sie fühlte sich schuldig wegen all der Opfer ihrer Eltern und den Kosten. Ja stimmt, sie hat sich selbst die Schuld gegeben. So war das. Sie war in ihrer Bitte nicht irrational oder gequält, nur pragmatisch. Deswegen fühlte ich mich noch schlechter, sie in diese Situation gebracht zu haben. Niemals würde ich meiner besten Freundin beim Selbstmord helfen. Ich konnte es nicht, besonders nicht nach Kate. Ich weiß, ich hätte Chloes Bitte erfüllen sollen, immerhin war ich für ihren Zustand verantwortlich. Aber wie sollte ich sie mit Morphium vollpumpen und ihr beim Dahinschwinden zusehen? Hast du ja eigentlich gemacht, ne? Egal. Ich weiß, sie war unglücklich, aber ich musste mir sagen, dass diese Realität nicht real war. Gut, es ist so ein Einreden, ne? Es ist eigentlich nicht wirklich. Und streng genommen haben wir uns ja Chloe beim Dahinschwinden angeschaut und haben dann wieder zurückgespult. So fies bin ich. Aber egal. Das sei mal nur so dahingestellt. Nach meinem Besuch in Chloes neuer Welt wusste ich, es ist Zeit, zurück in die Zukunft zu reisen. Wird? Das ist wahrscheinlich einfach nur eine Anspielung auf zurück in die Zukunft. Ich hatte das Ergebnis meiner Taten gesehen und hatte Angst, dass meine Kraft nicht mehr funktionieren würde. Es wäre grausames Karma gewesen. Zum Glück konnte ich mich wieder ins Foto begeben und alles rückgängig machen. Lebe wohl, William. Zum zweiten Mal. Und hallo erneut, David. Ja, hatte wohl nicht sollen sein. Ist die Frage, ob man nochmal hätte zurückgehen können, so nach dem Motto, zurückgehen und sagen, nee, es bringt wahrscheinlich einfach nichts, wenn man wieder zurückreist und dann sagt, hey William oder hey Chloe, passt auf, dass ihr nicht in einen Autounfall geratet. Oder sowas. Hat ja so auch nie funktioniert, als Max versucht hat, William zu überreden. Nach dem Motto, dass er nicht, dass er aufpasst, dass er vorsichtig fahren soll. Also, nee, Moment. Er wollte vorsichtig fahren, aber es hätte wahrscheinlich nichts gebracht, ne, so war das. Wobei, Max hat es nie ausprobiert. Vielleicht wäre nichts passiert, wenn sie ihm vorher gesagt hätte, er soll vorsichtig fahren. Vielleicht wäre das die einfachste Lösung gewesen. Aber sie wäre natürlich mit einem gewissen Risiko verbunden. Naja, gut, das war jedenfalls das. Jetzt schauen wir uns mal langsam hier wieder um. Habe ich schon eine Ewigkeit hier verbracht und habe noch gar nichts gemacht in dem Sinne. Schauen wir mal hier. That snow dough always makes me think of William and Chloe. Das schauen wir uns als letztes an. Ob wir vorher alles andere gesehen haben. This butterfly photo seems like a million years ago. How much time have I altered since? Tja. Guck mal, man kann Max sehen. Auf dem Foto. So. Und ja, hier E-Mail. Schauen wir mal. Steht da? I should have known just erasing that phone message wouldn't stop the police. Na gut, der Wille war da. So, von Polizei Arcadia Base. An Chloe Price. Miss Price, hier Wachtmeister Anderson Barry. Wir haben Ihre Kontaktdaten hier in unseren Akten und bitten Sie, zur Beantwortung einiger Fragen am Montagmorgen um ca. 8 Uhr im Revier zu erscheinen.
Dies betrifft Informationen zu einem Einbruch in die Blackwell Akademie, der vor kurzem stattfand, und der Tatsache, dass ihr Wagen zu ungefähr gleichen Zeit auf dem Parkplatz identifiziert wurde. Wir freuen uns darauf, diese Angelegenheit aufzuklären. Wachtmeister Barry, Arcadia Bay Police. Department oder so, weiß ich. Ne, Police halt. Ja, okay. War ja irgendwie klar, dass es irgendwie Konsequenzen hat, wenn man in der Schule einbricht. Was hätte man anderes erwarten sollen? So, was haben wir hier? Eine Kiste. Wow. Was steht da drauf? Pictures. I'm so sorry, William. It's not fair you had to die twice. Naja, irgendwie sei er doch nur einmal gestorben. So, wenn man so das so in Gesamt betrachtet, so auf eine Zeitschiene betrachtet, ne? Naja, was rede ich da? Es ist doof. Was soll man tun? Man hatte ja irgendwie doch keine Wahl, wenn man sich so die Konsequenzen angeguckt hat, die das alles hatte. There's Chloe's cash stash. Sorry, Principal Wells. Ja, weiß ich auch nicht. Ich hoffe, dass das nützt uns was, dass wir das haben. So, Aschenbecher. Yes, Chloe Price was here. Jo. So, Tasse. Weil es eher so ein Becher ist, oder? Egal, nicht so wichtig. Staying up all night is the best excuse to drink lots of coffee. Ich brauche keine Entschuldigung, um Kaffee zu trinken. Ich laufe einfach die ganze Zeit zur Kaffeemaschine und schütt nach. So einfach geht das. Schon habe ich Kaffee getrunken. So schwer ist das nicht. Naja. Even Holmes and Watson didn't use every piece of information. Sicher? Gut, ich kenne jetzt die beiden nicht so gut, aber wenn ich ehrlich bin. Aber es ist wohl so, man kann ja auch nicht alles nutzen. Man muss nur das nutzen, was einen zum Ziel bringt. Irgendwie logisch, ne? Damn. This is a serious exposé on the Prescotts. Finally. The Great Northwest, Penn Estates der Prescotts, Fluch oder Segen, von Craig Kennedy. Der Name Prescott mag nicht viel für Sie oder alle anderen außerhalb einer kleinen Küstenstadt Oregons bedeuten, aber dieser Name hat viel Bedeutung für Arcadia Bay, eine idyllische und zeitlos wirkende Stadt. Einst war sie der Sitz einer florierenden Fischerei- und Tourismusindustrie, aber diese Tage sind Geschichte. Trotz des lokalen Erfolgs der Blackwell Akademie und ihrer Football- und Schwimmteams, den Bigfoots und Ottern. Veränderungen in der Umwelt der Region reduzierten die Anzahl der Fische und anderer Meereslebewesen und resultierten in einer stagnierenden Wirtschaft und eingeschränktem Tourismus. Kurioserweise verstanden die Prescotts es, ihre Geschäftsinteressen auf einem ziemlich profitablen Niveau zu halten. Tatsächlich stehen sie hinter einem teuren und exklusiven Siedlungsbau namens Penn Estates, der tief im Wald in der Nähe der Blackwell Akademie angelegt werden soll. Örtliche Gruppen amerikanischer Ureinwohner reichten bereits zahlreiche Anträge gegen das Projekt ein, in denen eine weitläufige Zerstörung von Stammesland und natürlichen Ressourcen angeführt wird. Auf der nächsten Seite fortgesetzt. Würde ich jetzt gerne weiterlesen. Naja. Interessant. Die bauen also Eigenheime sozusagen. Soweit ich weiß, ne? Ist ja so ein Immobiliending. Die bauen wohl Eigenheime. Eltern, Siedlungsbau namens Penn Estates, der tief im Wald in der Nähe des Blackwell Academy angelegt werden soll. Ja. So sind sie eben. Okay. Gut, ich glaube, jetzt haben wir uns auch so langsam hier alles angeschaut. Abgesehen von dem, was wir uns anschauen sollen. Von daher würde ich sagen, auf geht's. Machen wir weiter. Schauen wir uns hier an, was wir hier so an Informationen gesammelt haben. Untersuchen wir das mal.
So close, yet so far away. We have to do three main things. Right. What things? One, decipher Frank's logbook. Two, get Nathan's phone to find out where he's been during the Vortex Club parties with Kate and Rachel. And see whatever hidden shit he's got in his messages. Three, beat Stepdouche Dan until he tells us about Frank, Nathan, and the Darkroom. And I do have a gun now. Keep it in your pants. We'll have to do this on our own. Dude, at least let me kick his ass, then rewind. Fine, whatevs. It's your power. Which I can't waste on shit like that. Or Blackwell would be in big trouble. At least you let me take that money to pay Frank off. Don't remind me. I just want him off your back. Our back. I know. You should get busy in the garage to see what dirt you can dig up. I'm gonna cyberstalk some names and see where that leads. Or to who. And be careful of Stepcrack. He's not gonna be a happy camper after you reamed him yesterday and Mom is giving him the boot. I'm on it, partner. Okay. I can't abuse this level of my rewind power. It's way too dangerous, and I need to navigate the present without messing up the past. Okay, also. Wo waren wir? Es ging darum, genau. Weil, was waren jetzt die Ziele? Wir wollen unter anderem auch Nathan das Telefon wegnehmen, oder was? Ja, toll. Das kann ja was werden. Ist die Frage, wie man das hinkriegen soll. Naja, okay, auf jeden Fall jetzt erstmal runtergehen. Erstmal runtergehen und... ja. Gucken, ob man da noch was findet. Oh no, that poor little bird has been trapped in here. Oh Mann, okay. Dann würde ich sagen, ich möchte noch mal kurz gucken. Ich muss nach unten David befragen. Achso, wir wollen ihn direkt befragen. Okay. So war das. War das so gemeint? Alles klar. Machen wir das. Hallo Vogel. Erschrecken. Nee, Moment. Ich schaue mich erstmal hier um. Oh, that blue dye makes me so happy. It means the real Chloe is back with me. Naja, auch die Parallel-Chloe ist auf blau abgefahren. Was haben wir hier? Last time I wanted to splash some water on my face, my whole life changed. Mach mal, vielleicht passiert's nochmal. So. Ach ja, und jetzt kann ich nochmal sagen an der Stelle, jetzt geht es erst richtig los so langsam, warum diese Episode meine Lieblingsepisode ist. Also, so jetzt nachdem wir wieder zurück sind, geht es erst richtig los. So. Und dann würde ich sagen, nee, ich muss erstmal das Fenster aufmachen, ne? Muss ja auch irgendwie rauskommen. Wobei, ich könnte demonstrieren nach dem Motto, hey, ich kann es ja wahrscheinlich jetzt schon aufmachen, oder? Ach, guck mal hier, das Bild kennen wir doch. This might be the last poster advertising Arcadia Bay after tomorrow night. Ja. Erinnere mich gar nicht dran. Since David might be in there, I better mosey along for a change. Ach so, ich dachte, wir wollten mit ihm reden. Du verwirrst mich, Max. So, hier können wir aufmachen, theoretisch. Aber es zittert immer so, wenn man in der Wand hängt mit der Kamera. Furchtbar. It's such a warm, beautiful day. How could a killer storm just pop up tomorrow? Tja, wie kann auf einmal Schnee kommen? Wie kann auf einmal eine Sonnenfinsternis kommen? Wie können auf einmal Vögel und Wale sterben? Erinnert mich so ein bisschen an die Schöpfungsgeschichte, nur umgekehrt gerade mit den Walen und Vögeln. Egal, dass sie auf einmal an einem Tag sterben. Weiß nicht, ob das so gewollt ist. Und hier ist ein Plakat übrigens von den Pan Estates. Kann man jetzt kaum sehen, aber das ist, wenn man so richtig
schafft, um den Baum herumzugucken, kann man das vielleicht lesen. Da steht Pan Estates drauf. Also die sind überall. Machen schön Werbung bei den Leuten, die hier schon, die hier ohnehin schon wohnen. Hm, ja. Okay, wir können das aufmachen. Hier, guck. Können wir aufmachen, theoretisch. Und wir können es wieder zumachen.